Hallo meine Lieben, heute Sonntag möchte ich keine Horoskope hochfahren, sondern mich haben viele Leute angeschrieben nach dem letzten Video, was ich sehr toll finde. Wie kann ich differenzieren, was mein Ego ist und was nicht? Finde ich mega geil und ich möchte heute, denkt dran, ja, meine Videos fasse ich so kurz wie möglich. Private Legungen, zielorientierte Therapien, die bis zu 3 Stunden gehen können, okay? Da gehen wir intensiv in die Materie rein. Warum? Weil meine Mission hier ist es einfach, euch einen Einblick zu geben, eine Wegweisung, eine Klarheit, etwas zum Anregen, etwas zum Denken, auch Lösungen, alles, was dazugehört. Aber die Hauptaufgabe liegt an euch, okay? Und heute geht es vor allen Dingen ums Ego. Das Ego, wisst ihr, alles ist das Ich, ja? Ich, der Teil in dir, der Teil, der teilweise im Unterbewusstsein liegt, das ist die Schattenseite von uns, das ist dieses Ich-Denken vor allen Dingen. Das Ego kann ein gesundes Ego sein, wo wir aus einer wundervollen, selbstliebenden Frequenz reagieren. Da teilen sich die Geister bei vielen Menschen, ist auch okay, völlig in Ordnung. Auch Spezialisten, ja, streiten sich darüber zu sagen, nein, Ego ist das und das. Okay, jeder darf das so machen, wie er möchte. Ich kann dir nur sagen, okay, das Ego ist halt der Teil in dir, der sowohl auf der einen Seite aus einer gesunden Nährquelle genährt wird und agiert und reagiert und sich teilt und auch bekommt und erhält und manifestieren kann. Und es gibt aber auch das ungesunde Ego, wie bei den Ölen, okay? Das ungesunde Ego, wo es wirklich um Machtkämpfe, Toxine, Suchtmittel, also wirklich dieses krasse, ekelhafte ist, okay? Wenn wir mal überlegen und sagen, okay, Alena, wie kann ich wirklich schauen, dass ich aus dieser Dominanz herauskomme, aus meinem Ego? Warum ist das Ego so wichtig? Das Ego hat vielerlei Seiten, die wichtig sind für uns, um fortzuschreiten, um uns wie unsere Intuition auf einen anderen Level zu bringen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand sehr dominant ist, reagiert er aus einer manipulativen Energie des Unterbewusstseins des Egos. Es gibt ganz viele Fachbegriffe, okay? Wir agieren aus einer Emotion, das habe ich schon so oft gesagt in meinen Videos, auch in meinen Legungen, okay? Wir reagieren aus einer Emotion heraus, aber lassen uns dann auf einem halben Wege von dem Kopf, von dem Ego manipulieren. Hier geht es jetzt wichtig. Wie kann ich wirklich aus diesem dominanten Ego rauskommen? Wichtig, komm aus deiner Zone des Komforts. Ja? Lasse auch mal zu, dass wenn dein Kopf oder deine Ego-Seite, deine dominante Seite versucht, dich zu manipulieren, schieß sie einfach weg, personalifiziere sie, gib dem Ego einen Namen, ja? Spreche es an und sag, du Alter, ich habe heute keine Zeit, ich bin gerade alleine am Hören, ich bin gerade einen Kaffee am Trinken, ja? Ich bin gerade hier in einer schwierigen Situation und ich habe keinen Bock auf dich. Guck mal, und ihr seht, ja, meine Karten passen wieder zusammen. Der Blitz ist die Karte des Turmes. Guck mal, Stress, das Unterbewusstsein, ja, die Sklaverei und der Narr. Die Karten fallen immer genauso, wie sie sein sollen und wie sie fallen müssen. Das heißt, also, komm aus deiner Zone des Komforts heraus, sagt die Karte des Turmes hier auch, weil du musst zeigen, dass du die Dominanz hast. Du musst zeigen, wenn dir Sachen bewusst werden, ja, dir selber beweisen, deinem Ego beweisen, dein Unterbewusstsein beweisen, dieser Manipulation, dieses Dreckige, dieses, was dich immer wieder auf die Nase fällt, wo du später bereust, musst du zeigen, dass du aus deiner Zone des Komforts herauskommen kannst, dass du die Kontrolle hast, okay? Vorsichtig, das Ego zeigt dir auch eine falsche Selbstliebe, das Ego kann dir auch eine falsche Wahrnehmung zeigen und das Ego kann dir ein falsches Panorama aufzeigen und wird es auch, weil es dich in einer Zone der Manipulation gefangen halten möchtest, okay? Suche nicht nach Approbation, suche nicht nach Aufmerksamkeit, suche nicht nach Mittelpunktsgeschichten. Das ist alles ungesundes Ego, ja? Und wichtig ist auch, versuche nicht, etwas an dich zu reißen oder versuche nicht, anderen Menschen eine Meinung aufzuzwingen und es dann so verpacken oder so zu verpacken, dass es deren Idee war. Vorsichtig, okay? Schätze wirklich gut ab, mit wem gibst du dich ab, was möchtest du vielleicht in eine richtige Frequenz bringen, was möchtest du erkennen. Manchmal reagieren wir aus der Wut heraus und dann ist Holland in Not, dann ist das Ego aber in seinem völligen Element, ja, und die Manipulation kennt keine Grenzen mehr und das Drama ist gut. Wenn du aber in der Gelassenheit bleibst, wenn du dich nicht aus der Wut, nicht aus der totalen emotionalen Freude oder nicht aus der Rachsüchtigkeit
beeinflussen lässt oder manipulieren lässt, wirst du sehen, wie die Sachen sich schneller entwickeln und besser entwickeln. Was will ich dir eigentlich sagen? Das Ego ist die Schattenseite in dir wie der Teufel. Ja, das Ego ist alles Manipulative und Toxische. Aber wie gesagt, wenn wir unter Stress stehen, ja, dann können wir hier ganz schnell noch negative Erfahrungen machen. Wenn wir uns jetzt mal auf die Liebe konzentrieren, ja, manche reagieren aus dem Ego heraus, weil sie nicht alleine sein möchten, bleiben sie mit diesem Menschen zusammen. Ja, weil sie Aufmerksamkeit brauchen, bleiben sie mit diesem Menschen zusammen. Alles, was ich dir sage, ist wissenschaftlich und auch wirklich untermauert. Es gibt tausende von Büchern, ja, aber mir sind diese ganzen Bücher egal. Ich sag dir einfach nur, heute kriegst du einen kleinen Einblick und es ist wichtig, dass dein Unterbewusstsein, ja, und hier haben wir es, dein Unterbewusstsein nicht mehr aus dieser toxischen Energie reagieren kann, weil du es so gewöhnt bist, weil man es dir andressiert hat, ja, weil du manipuliert worden bist als Kind, auch als Erwachsener. Dein Chef erzählt dir irgendwas, du bist anderer Meinung, ja, aber der verkauft das so, als ob der dazu verpackt hat, dass es deine Idee war. Oder als ob es das Beste für dich ist. Das heißt, es ist unglaublich wichtig zu unterscheiden, wer hat hier die Zügel in der Hand? Du, dein Unterbewusstsein, dein Ego, dein Hirn, was ist am Start, okay? Warum hast du Angst, die Mauern fallen zu lassen? Was kannst du entdecken, die nackte Wahrheit über dich? Wenn du unter Stress stehst, ja, weil du gerne einen Partner haben möchtest, deswegen die Liebe, ja, ein Partner, eine Partnerin, eine gesunde Partnerschaft oder du bist mit einem Narzissten zusammen oder du warst mit einem Narzissten zusammen, weißt du ganz genau, wie schwer es ist, ja, diesen Attacken des Egos deines Gegenübers standhaft zu bleiben oder die abzustreifen. Manchmal eignen wir uns auch diese Ego-Seiten von dem Gegenüber an und deswegen heißt es heute hier, es ist wichtig, ja, die Blockaden des Egos zu erkennen, die dir in deinem allgemeinen Alltag Gefahr laufen können oder Gefahr bringen können. Der Narr sagt, gehe in die Leichtigkeit, gehe in die Freiheit. Gucke dir an, wer reagiert gerade. Wenn dir Gedankenmuster hochkommen, durch eine Liebe, durch eine verflossene Liebe, ja, Geldsorgen, was auch immer. Alles ist eine Manipulation von unseren Gedanken. Alles ist eine Widerspiegelung von vorhergehenden Mustern. Alles ist eine Ursache von unerfüllten Dingen in deinem Leben. Das Ego ist diese Kraft, die man genährt hat oder genährt bekommen hat, durch verschiedenste Emotionen und Auswirkungen oder Situationen im Außen und im Innern, die dazu geführt haben oder führen, immer wieder an eine Grenze zu kommen, rückfällig zu werden, wie ein Suchtmittel, ja, und nicht aus der Poschen zu kommen. Deswegen sage ich dir, das Ego hat positive Seiten, ja, wenn man es richtig nährt, wenn man es richtig reinigt, wenn man es aus der Selbstliebe macht, aus dem Glück, aus dem Stolz, aus dem Verständnis, aber auch wirklich aus der Ehrlichkeit, nicht mal eben sagen, ich bin ein geiler Mensch, Alter, nee, darum geht es sich gar nicht, zu erkennen, was ist das Ego, was dich dominiert, deine Sturheit, dein Stolz, ja, deine Rechthaberischkeit, was ist das, was dich dominiert? Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, heute heißt es, dein Bewusstsein ist viel aktiver wie dein Unterbewusstsein, ja. Dein Ego kann ganz schnell gebrochen werden, wenn du bereit dafür bist. Egal welchen Stress du unterliegst, egal welchen Gedanken du unterliegst, egal welchen falschen Wahrnehmungen du unterliegst, ja. Alles kann man auf Null resetten und alles kann man wieder neu programmieren. Man muss halt einfach nur die Feinfühligkeit haben und auch den Mut haben, hinter die Fassade zu schauen und auch den Mut haben, sich selber zu erkennen. Leute, denkt dran, Notfall-Expresslegungen, schreibt mich an, ja, 30 Minuten am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Ansonsten Termine für 1, 2, 3 Stunden Legungen. Zielorientierte Therapien habe ich wirklich für den Monat September nur noch 5 Plätze frei. 5 Plätze nur noch für eine zielorientierte Therapie. Okay, ansonsten Legungen, schreibt mich an, ich helfe dir sehr gerne. Weil das Wichtigste ist, das Ego führt uns auch in die Einsamkeit. Das Ego führt uns in die Verlassenheit. Das Ego führt uns in eine toxische, abgrundtiefe, negative Welt. Das Ego kann dir alles kaputt machen, was du dir mit ganz viel Mühe aufgebaut hast. Also schau dir das Video immer und immer wieder an und erkenne auch den Sinn hinter meinen Legungen, okay? Nicht immer nur ja, nein, sondern es geht mehr um dich wieder in die richtige Frequenz zu bringen oder in der richtigen Frequenz zu halten, ja? Alles Liebe und wir hören uns. Bye.